Erstmal hallo an euch alle da draußen. Ich bin der Robert, Big Belly, die Zweite. Ich war jetzt mit da drin im Video, dann musste ich unterbrechen, weil wir eine Lieferung für die Garte gekriegt haben. Jetzt habe ich mich noch eingesaut und bin vollkommen aus dem Konzept. Also fangen wir nochmal an. Big Belly, bei einem Besuch bei Jenny und Sascha letztes Jahr bei Writing, Turning, Flipping hat mir der Sascha vom Big Belly Projekt erzählt. Und zwar ist das ein eigenes Projekt, das er mit dem Michael Galovic aufgelegt, sich ersonnen hat. Galovic ist vielleicht ein Begriff durchs Rabaka, wo ich euch vorgestellt habe, durch den Slicer, beides Messer, die ja ausgezeichnet sind und wurden. Und es hat mich interessiert, aber es hat mich nicht so angesprochen. Also der Funke ist nicht so direkt drüber gesprungen. Aber irgendwie war es noch im Hinterkopf. Und es kam dann immer weiter vor und irgendwann war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche es eigentlich nicht, wie so vieles andere auch. denn ich habe auch schon zwei ähnliche Messer. Aber wenn das der Sascha und der Michael sich ausgedacht haben, dann ist das mit Sicherheit technisch innovativ, praktisch Innovatives dabei. Und dann habe ich es mir mehr oder weniger, um es kurz zu machen, aus technischem Interesse gekauft. Es kam an, ich habe es ausgepackt, ich fand es toll, aber es war nicht so dieser Bomb, ich bin verliebt. Das kam dann eigentlich erst bei der Benutzung. Es hat sich in mein Herz geschlichen, mehr oder weniger. Und wie so oft muss ich jetzt sagen, ich bin froh, dass ich es mir gekauft habe. Also das Messer in der Tasche ist mir lieber wie das Geld auf dem Sparbüchle. Ich spare mir immer ein bisschen Spielgeld zusammen und als es dann eben soweit war, habe ich es mir gekauft. Gleich vorneweg, ich habe das Messer regulär gekauft. Das ist also nicht gesponsert oder sowas. Und es ist auch nicht ganz billig. Die G10-Variante kostet 189 Euro. Es gibt sie noch in edleren Materialien mit Kohlefasern, M93-Klinge. Das verlinke ich euch aber unterm Video. Hier mein Big Belly, ganz in Schwarz. Mein erstes All Black. Es gibt sie in verschiedene Farben. Ich füge euch Bilder bei. Und mich hat die All-Black-Version einfach am meisten angesprochen. So, jetzt habe ich euch gerade gesagt, ich habe schon zwei Messer in ähnlicher Bauform. Unter anderem wäre da jetzt mal das Ace Biblio von der Altonaer Silberwerkstatt habe ich das gekauft. Geniales Messer mit Micarta M93 Stahl. Ich mag diese Klingenform extrem. Und ich habe als größere, robustere Variante noch das Manix in SV 110. Auch ein Messer, das ich gerne dabei habe, wenn ich auf Bushcraft-Tour gehe oder auf eine Wanderung und ich weiß, was mich erwartet. Ihr seht aber, es ist eine gewisse Ähnlichkeit der Messer da. Das eine ist ein Millimeter kleiner, das andere ist ein Zentimeter größer. Also im Prinzip eigentlich ähnliche Messer. Zu meiner Überraschung hat das Big Belly die anderen zwei die letzten Monate komplett aus meiner Tasche verdrängt. Denn es macht quasi den Spagat. Es ist sehr leicht. Da sind wir bei 109,7 Gramm auf meiner Kaffeewaage. Es ist handlich, es hat brutale Spielspaß. Das erste Messer, das mich selber nervt, weil ich es nicht aus der Hand legen kann, wenn ich auf der Couch sitze und dauernd damit rumspiele. Also ich musste jetzt auch die Klingenachse mit einem Tropfen Loctite versehen, weil ich das Ding tausendmal schon geöffnet und geschlossen habe und dadurch im Laufe der Wochen dann die Klingenachse sich minimal löst. Ist ja kein Negativpunkt, sondern einfach ein Zeichen dafür, dass ich es halt wirklich nicht lassen kann. Ist unglaublich. Was macht den Unterschied? Es kommt noch natürlich noch ein größerer Vergleich, wie ihr es gewohnt seid. Also hier ist es nur minimal größer wie das Ace Biblio. Ein Messer, das ich wirklich sehr, sehr mag.
das ich gerne trage und das von der Funktion her über jeden Zweifel erhaben ist. Genauso das Manix. Ich denke, die meisten von euch kennen es mit dem Ballbearing-Verschluss. Bei beiden Messer haben wir einen Foregrip, den ich unglaublich zu schätzen weiß. Aber das ist natürlich schon ein Kaliber größer. Das heißt, wir haben hier mit dem Big Belly, sage ich jetzt mal so, das Beste beider Welten. Out of the box, sage ich jetzt mal, bei den oberen 10% des Schärfsten, was ich je erhalten habe. Also meine GE-Mate, die kam ja schon wie ein Laserschwert aus der Packung. Und da muss man aber sagen, dass das Tuya Big Belly hier wirklich in nichts nachstand, obwohl es eine andere Preisklasse ist. Und diese CP154er Klinge scheint recht gut behandelt zu sein, weil es bleibt sehr, sehr lange scharf. Ich hatte es auch im Urlaub dabei, ich hatte es im Urlaub benutzt und habe es dann noch eigentlich mehr wegen meinem inneren Monk übers Leder gezogen, als dass es nötig gewesen wäre. Also ist top. Und natürlich den Spielspaß. Es ist mein erstes Messer mit Daumenpins. Mag ich eigentlich gar nicht. Ich habe mich auch jetzt noch nicht so richtig dran gewöhnt. Wenn ich das über einen Daumenpin öffne, dann gebe ich dem meistens so einen starken Impuls, dass es hinter an der Stopppin ranknallt wie blöd. Ich öffne es dann lieber kontrolliert über den Daumenpin oder halt einfach über den Axis-Lock. Da haben wir schon eine Besonderheit. Der Sascha und der Michael haben den Lock so konzipiert, dass er beim Zurückziehen des Verschlusses einen Impuls auf die Klinge gibt. Das heißt, wenn ich das Messer jetzt so halte und die Klinge öffne, dann reicht der Schwung, um die Klinge ober an Anschlag zu bringen. Wenn man den Lock dann rechtzeitig loslässt, arretiert er. Also fast wie ein Automatikmesser. Und der Spielspaß ist also unglaublich. Das läuft allererste Sahne. Bei null Klingenspiel, bei einer perfekt eingestellten Klinge. Wir nehmen das Ganze später auseinander, dann könnt ihr sehen, dass das Klingenspiel bei dem Messer nicht eingestellt werden muss, weil es einfach so präzise gefertigt ist, dass die Klingenwurzel genau zentriert zwischen die Kugellager gleitet und eigentlich dann nur festgeschraubt werden muss. Mein erstes Messer mit dem Axis-Lock. Es ist kein Vergleich zum Ballbearing, der vielleicht stabiler ist, aber sich nicht so leicht bedienen lässt, wie jetzt hier beim Big Belly. Wir haben hier eine Schraubenfeder drinnen, wir haben eine Stahlkugel, die einrastet, geben keinerlei Impuls beim Lösen des Locks auf die Klinge. Und das sind einfach so die Unterschiede. Hier haben wir eine modifizierte Omega-Feder drinnen, die sich viel, viel leichter bedienen lässt wie die Schraubenfeder hier beim Manix zum Beispiel. Und die Verriegelung mit dem Stahlbolzen, denke ich mal, ist wesentlich stärker, wie der Rest des Messers konzipiert ist. Also hier sind wir mit Sicherheit bei 200% Sicherheit. Mit Sicherheit bei 200% Sicherheit. Da sind wir also auf alle Fälle bei 200% Sicherheit, was die Verriegelung angeht. So, jetzt der kleine Einspieler zum Zerlege des Messers. Kleine Vorabgeschichte. Ich habe es jetzt seit ein paar Monaten in der Tasche. Ich hatte es entgegen meiner üblichen Gewohnheit in Südfrankreich am Meer mit dabei. Ich habe es dort sehr oft getragen. Ich habe es jetzt bei einem Gartenprojekt benutzt, wobei ich natürlich sagen muss, dass ein Arbeitskollege von mir, meine Frau, das meiste mache, weil aufgrund von meinen Einschränkungen kann ich groß nichts arbeiten im Garten und wenn, dann immer nur, indem ich auf dem Boden sitze. Und ich habe jetzt halt mit dem Messer Säcke mit Erde aufgeschnitten, ich habe Schnüre durchtrennt. Ich hatte es immer in der Hosentasche
Und aufgrund von meiner Rutscherei auf dem Boden habe ich es natürlich ordentlich eingesaut. Auch wenn ich natürlich darauf geachtet habe, dass ich jetzt beim Aufschneiden der Beutel mit Erde nicht mit der Klinge Wurzel reingestochen habe in das lose Erdgut, sondern wirklich nur geschnitten habe. Nichtsdestotrotz habe ich es ordentlich eingesaut und dennoch läuft das Kugellager wie am ersten Tag. Und jetzt verbinde ich das Angenehme mit dem Schöne. Ich möchte euch zeigen, wie man das Messer zerlegt, und bei der Gelegenheit reinige ich es auch gerade und gehe einfach nur, um meinen inneren Monk zu befriedigen, her und tue die Kugellager mit Bremsereiniger ausspüle, so dass ich alles dann wieder schön schmiere und wie neu zusammenbauen kann. Los geht's. Als erstes entfernen wir mal den Clip. Das ist zwar nicht nötig, aber ich möchte es euch doch gern zeigen, wie man diesen umsetzen kann. Wir haben hier eine 6er Torx-Schraube, die relativ lange ist und die durch den Körper durchgeht und von innen in den Clip greift. Das heißt, ich könnte jetzt als Linkshänder diesen Clip da reinstecken und dann von dieser Seite verschrauben. Finde ich eine ganz tolle Lösung, weil wir haben umsetzbare Clip, ohne dass man irgendwelche offene Löcher, Öffnungen haben, die man hinterher sieht. Ist eine ziemlich geniale Lösung, denn die Optik ist rechts und links gewährleistet, egal wie rum man diesen sargförmigen Clip reinsteckt. So, aber jetzt lösen wir mal die Achsschraube. Und zwar haben wir hier ein 8er Torx. So, das heißt, ich setze die ganz gern nochmal an. Nur so mit 2-3 Umdrehungen. Und stoße so ein bisschen gegen die Klingeachse, dass sich das Ganze dann löst. Und jetzt kann ich hergehen und kann die Abdeckplatte links entfernen. Wir sehen hier die Omega-Feder, also beim Axis-Lock wäre es die Omega-Feder. Beim Ablupfen der Platte ist sie jetzt mir hier schon rausgesprungen. Ich hoffe, man kann es erkennen, dass hier das Loch ist, in dem sie eingehängt wird. Der Vorteil dieser Feder ist, dass sie einen relativ großen Bogen macht und nicht diese Biegebelastung ausgesetzt ist, wie es die originale Axis-Lock-Feder ist, die ja doch anscheinend hin und wieder gern mal gebrochen sind. Also ich denke, hier haben wir dieses Problem nicht, einfach aus dem Grund, weil die Feder ein viel sanfterer, ein viel größerer Bogen macht, wie beim Axis-Lock. So, jetzt müssen wir die Klingeachse entfernen und müssen die Kugellager aus der Geschichte rauskriegen. Ich hänge die Feder wieder aus, weil die wird mir jetzt eh rausrutschen. Dann gucken wir mal, ob ich mit einem großen Torx, vielmehr mit einem kleinen Torx, dass ich das Gewinde nicht, jawohl. Ich habe jetzt hier das 6er Torx und kann in die Gewindeachse, in die Klingenachse das Werkzeug einführen, ohne das Gewinde zu belasten. Das heißt, ich kann jetzt hier wieder ein bisschen Druck auf die Klingenachse ausüben. Ja, und dann kann ich die Achse hier rausdrücken und nehme die Abdeckplatte weg. Diese Passung hier ist so eng, dass ich das jetzt gar nicht weiter zerlege, ist auch nicht nötig. Zum Reinigen komme ich so gut hin. Das ist einfach so eng gefertigt, so eng aufeinander abgepasst, dass es halt mir schwer fällt, gerade jetzt mit meinen dappigen Finger, das wieder sauber einzubringen. Drum lasse ich es jetzt einfach so drin. Und jetzt kann ich die Klinge einfach rausziehen. Ihr seht, hier kommt schon ein Kugellager raus und hier haben wir doch einiges an Dreck. Ich weiß es nicht, ob man es mit der Kamera erkennen kann. Auf alle Fälle ist die Klingewurzel doch relativ verschmutzt.
Und ich versuche es euch so mal zu zeigen. Ein Kugellager ist mit der Klinge rausgekommen und das untere sitzt hier noch in der vorgefertigten Fräsung. Ja, und da seht ihr jetzt die ganze Einzelteile. Mehr braucht es nicht, um das Messer zu zerlegen. Man könnte jetzt natürlich noch den Anschlagspin der Klinge rausmachen. Wir könnten die Lockbar der Hanne noch ausbauen, aber das ist nicht nötig, denn um jetzt hier diesen Korpus sauber zu kriegen, muss ich das nicht auseinanderbauen. Das ist so offen konstruiert, dass, wie soll ich sagen, dass ich jetzt mit Wasser, mit Bremsereiniger, was auch immer, da reingehen kann und bekomme es nachher wieder tadellos trocken. Und das machen wir jetzt gerade. Ich gehe jetzt mit euch in den Keller und dann tun wir mal die Kugellager durchspülen. Natürlich vorsichtig und entfernet hier drinnen das Schmodder. So, jetzt schauen wir mal. Bremsenreiniger. Dass man so feine kleine Kugellager eben nicht für Gartenarbeit ausgelegt hat, ist mir klar. Aber wie ich schon so oft gesagt habe, das ist so ein geniales Messer, das ist so robust, das ist so präzise gefertigt, dass ich mir jetzt keine Sorge mache wegen ein paar Staubkörnern, die da drinnen. Nur ich bin halt ein Monk, ihr habt gesehen, die Klinge läuft 1A, aber ihr habt auch gesehen, dass doch ein bisschen Schmutz und Staub auf der Klingewurzel und damit auch im Kugellager ist. Und ich möchte es mir jetzt halt einfach wieder schön machen. Jetzt gehe ich her und tue den Kugellager und den Korpus erstmal weg und mache die Klingewurzel sauber. Dann natürlich jetzt auch hier die Gleitfläche der Klingenachse nicht vergessen. So, hier auch nochmal, hoffe ich zumindest schön zu sehen, die Laserung mit dem Klingestahl 154 cm ist ein wunderbarer Platz, um das anzubringen. Hier haben wir, wie vorher gezeigt, das Tuya-Logo und da ganz dezente Michael Galowitsch Design Schriftzug. Also alles sehr, sehr clean und ordentlich aufgebracht. Hier sieht man es auch schön an der geschwärzten Klinge. Die Lauffläche des Kugellagers, trotz Probleme mit der Auge, würde ich jetzt mal sagen, sieht es sehr harmonisch aus. Also es scheint recht gut aufzuliegen, recht gut zu laufen. Und das Ganze kommt dem Spielspaß und der Langlebigkeit zugute. Mit der Kamera kann ich es nicht einfangen, aber hier am Lockbar und am Anschlagspin befindet sich doch auch einiges an Schmodder. Das spritzen wir jetzt hier einfach raus. So, und damit es auch Sinn macht, blasen wir das Ganze ein bisschen ab. So, und jetzt machen wir noch die Kugellager sauber. Die werde ich natürlich nicht mit Pressluft ausblasen. Da ist die Gefahr zu groß, dass sie mir aus den Fingern flutschen und weiß der Geier wohin fliegen. So, das sieht wieder schön shiny aus jetzt hier. Dann haben wir das zweite noch. Ja. So, ich bin jetzt natürlich kein Chemiker, aber ich denke nicht, dass sich das Griffmaterial durch einen Bremsereiniger beschädigen lässt. Wer Zweifel hat oder es doch besser weiß, der kann das Ganze natürlich auch
mit warmem Wasser, mit einer Seifelösung und wie ich jetzt hier mit einem Pfeifeputzer dann noch gar voll sauber machen und den Schmutz eben so entferne. Nur durch die Gartenarbeit habe ich halt gedacht, ich kriege den Knotsch quasi mit Bremsereiniger schneller entfernt. So, das Messer ist innen drin picobello sauber. Die Kugellager sind picobello sauber. Und jetzt gehe ich einfach her und tue hier noch die Abdeckplatte des Verschlussmechanismus kurz abputzen. Die sehen überhaupt nicht schmutzig aus. Es ist einfach nur ein bisschen Schmierstoff drauf. So, und jetzt geht's ans Zusammenbauen und ans Schmieren. Nach dem Kauf des Messers wollte ich natürlich wissen, wie das Teil funktioniert. Und habe daher schon einen ganz kleinen Trick parat, was die Kugellager angeht. Als erstes gehe ich jetzt mal her und bringe ein kleines bisschen Schmierstoff auf das Kugellager auf. Ich neige immer dazu, die Dinger ein bisschen zu ertränken. Aber gut geschmiert, gut gefahren. So, jetzt bringe ich das Kugellager hier auf die untere Hälfte des Korpus ein und kann das einfach mit dem Torx-Schraubenzieher in seine Fassung schieben. Das fällt mir jetzt natürlich schwer, euch zu zeigen. Aber ich hoffe, man kann es erkennen. So, wenn ich jetzt die Klinge einbringe, dann fehlt mir ja das zweite Kugellager. Ich kann das Kugellager aber nicht hier auflegen und dann einbringen, weil das alles so präzise gefertigt ist, dass ich das Kugellager im Prinzip nicht einstellen muss, sondern Kugellager rein, Klingestand mittig, läuft. Folgedessen muss das zweite Kugellager vor der Klinge eingebracht werden. Und das ist meiner Meinung nach der einzige Punkt, der ein bisschen Fingerspitzengefühl erfordert. Und das ist eben mein Problem, weil ich meinen Körper immer noch nicht so richtig unter Kontrolle habe. Daher behelfe ich mir mit einem Post-it-Zettelchen. So, ich lege jetzt das Messer vorsichtig auf der Rücke. Ich lege das Kugellager auf den Post-it. So, und jetzt bringe ich das Kugellager mit dem Post-it. Upsa, ja, das ist halt, man sollte es nicht neigen, aber ich wollte es euch jetzt zeigen. Und jetzt bringe ich das Kugellager mit dem Post-it an die richtige Position. So, jetzt sind beide Kugellager in ihren Taschen drin. Ich fasse den Korpus jetzt nicht an, verzeiht's mir. Ich bringe jetzt hier nochmal ein kleines bisschen Schmierstoff auf und kann die Klinge jetzt einfach zwischen die beiden Kugellager schieben. Und jetzt können sie auch nicht mehr rausfallen. Ich schiebe die Klinge jetzt ganz an den Anschlagspin. Ich hoffe, man kann es erkennen. Und somit ist auch die Bohrung für die Klingenachse frei. So, die müssen wir jetzt natürlich noch etwas mit Schmierstoff benetzen. Denn wir haben ja alles fettfrei entfernt. Das war jetzt ein bisschen viel. So, bevor wir jetzt die Abdeckkappe aufbringen, dürfen wir natürlich nicht vergessen, hier die Feder einzuhängen. Sonst machen wir sie nämlich gleich wieder auf. So, Feder drin. Die Abdeckkappe hat hier hinten eine winzig kleine Nase. Ich weiß nicht, ob man das, ja, ich hoffe, man sieht's. Die hier in eine passende
Bohrung rein muss. So, jetzt habe ich die Klingenachse so weit rausgeschoben, dass sie immer noch in der Abdeckkappe war und kann jetzt, und das ist ganz wichtig, diese Abdeckung hier plan auflegen. So, wir bringen die Klinge an die richtige Position und schieben jetzt die Klingenachse hindurch. Wenn wir dabei den Axis Lock oder die Lockbar ein bisschen nach hinten ziehen, dann geht das Ganze viel, viel leichter. Und ihr seht, hier ist die Klingenachse jetzt schon durchgeschoben. Wir brauchen nur noch die Omega-Feder hier einhängen. So, jetzt ist sie drin. So, die Fettdorpsler könnten wir noch entfernen hier, wobei das unwichtig ist. Wir setzen auch hier die Abdeckplatte in der Nut hinten ein. Und stellen fest, es geht nicht, denn der kleine Schlumpf hier ist wieder rausgesprungen. So. Okay, das war's. Ich ziehe sie immer ein bisschen, also sehr, sehr gefühlvoll fest, löse sie dann noch ein kleines Muckesäckele und dann schaue ich, ob die Klinge frei fällt. Sie bewegt sich frei, sie hat keinerlei Spiel und wir haben einen perfekten Klingenstand. Was man sonst noch einstellen kann, sind hier die Schrauben des Lockbars, wo die Federn drauf gehen. Je nachdem, wie fest ich die anziehe, spanne ich den Mechanismus gegen den Messerkörper und beeinflusse damit die Kraft, die ich benötige, um diesen Lockbar zu betätigen. Gehen wir mal die technische Daten durch. Wir haben hier also ein G10 Integralmesser, das heißt, der Körper des Taschenmessers ist aus einem Block. Ihr seht, der Klingenrücken ist komplett geschlossen. Abgesehen von verschiedenen Farben gibt es auch noch mit einem Carbonkörper. Wir haben bei diesem Messer kein Lanyard Hole, das heißt, wenn jemand eine Ziehhilfe anbringen möchte, dann müsste er diese unter der Titanclip schieben, wobei das Messer sich sehr gut greifen und ziehen lässt, wenn es in der Hosentasche steckt. Die Klinge läuft auf keramischen Kugellagern und wir haben hier eine ballistische Eindringtiefe von 8,3 cm und die Klinge ist auf 8,3 cm scharf. Eine Schleifkerbe an sich haben wir nicht drin. Die Klinge geht wirklich bis hinten kurz vor das Griffstück und geht dann eben in einem Winkel in den unscharfe Teil über. Die Höhe der Klinge beträgt maximal 33 mm und wir haben hier einen Flachschliff angebracht, der auf 22 mm hochgezogen ist. Die Klinge weist eine Swatch auf, die jetzt aber nicht vorne angebracht ist, sondern hinten. Also von hier bis hier haben wir eine Swatch, die ca. 55 mm Länge beinhaltet und optisch der Geschichte, sage ich jetzt nochmal, ein bisschen einen rasanten Touch verleiht, denn wir haben verschiedene Flächen auf der Klinge. Wir haben hier den Flachschliff, wir haben hier eine flache Kontur, wir haben hier die Swatch und zwar eine sehr, sehr fein ausgeschliffene Klingenspitze mit 0,5 mm Stärke. Dafür haben wir aber, bevor es hier in die Klingenspitze sich verjüngt, haben wir einfach nochmal eine etwas größere Materialstärke, die Stabilität verleiht. Ich hoffe, man kann es erkennen. Die Phase ist sehr sauber, sehr schön angebracht. Ich hoffe, man sieht es jetzt, ansonsten blende ich euch Fotos ein.
Und das Material hinter der Phase beträgt 0,55 mm bei meinem Exemplar. Zumindest habe ich das so gemessen. Klar, 0,40, 0,45 wäre mit Sicherheit auch noch gut, aber für einen Allrounder bin ich persönlich mit 0,55 gut zufrieden und ich hatte jetzt noch nie das Gefühl, dass zu viel Material hinter der Phase steht. Also es schneidet sehr, sehr gut, es schneidet sehr, sehr fein und durch meine bisherigen Schnittgüter, ob das jetzt Lebensmittel waren oder Verpackungen oder sonst irgendwas, ging es eigentlich immer durch wie das sprichwörtliche Laserschwert. Die Klingenstärke direkt an der Wurzel beträgt 35 mm und wie gerade erwähnt, verjüngt sich es vorne an der Spitze auf 0,5 mm. Also wir haben hier eine sehr, sehr penetrierfreudige und pointy Spitze, die man jetzt eben nicht zum Bohren im Holz missbrauchen sollte. Die Cliplänge des Titanclips beträgt 55 mm und ich mag diese Form eigentlich, weil sie so, ja, es ist mal was anderes, diese, ich nenne es jetzt mal Cask-Form, diese Sargform, hat was. Also ich finde, es fügt sich gut ins Messer ein. Der Clip hat eine eher moderate Spannung und er gleitet recht gut über meine Cargohosen, über meine Jeans drüber. Also ich denke, wenn er ein bisschen fester wäre, wäre es immer noch okay, aber es gibt hier keinen Grund zu kritteln. Die Cliphöhe beträgt 4 mm, die Grifflänge oder Messerlänge eingeklappt sind 10,7 mm, Zentimeter. Und die Dicke des Korpus hier beträgt ohne Clip 12 mm. Wir haben ein Messer, das in meine Handschuhgröße 9 alle vier Finger Halt bietet. Wir haben hier eine Daumenrampe ohne Chimping. Wir können mit dem Zeigefinger vorne auf den Griff ganz nah an die Klinge angreifen. Die Griffform ist sehr, sehr gut. Bei einer größeren Version würde ich mir einen Vorwärtsscheuel noch wünschen, aber hier passt es ergonomisch eigentlich recht gut. Ob ich das Messer jetzt in Hammergriff nehme, ob ich es so greife, ob ich jetzt warum auch immer mal ein Messer so greift, ja, es passt im Reverse Grip auf alle Fälle sehr, sehr gut. Man kann den Daumen ordentlich ablegen und hat das Messer dann wirklich stabil in der Hand. Also meiner Meinung nach sehr gut gemacht. Das Einzige, was ich jetzt nicht ganz nachvollziehen kann, aber das ist jetzt mein persönliches Gusto, ich versuche euch das zu zeigen. Wir haben hier eine glatte G10-Oberfläche und wenn man drüber fährt, ist sie auch glatt. Es ist nicht rutschig, also ich bin noch nie abgerutscht. Aber es ist eine glatte Fläche. Wenn ich jetzt aber gegen das Licht schaue, dann sehe ich eine Textur, die doch sehr an normale G10-Griffschale, dieses Riffelige, erinnert. Nur scheint es eben wie abgeschliffen zu sein. Da hätte ich jetzt gedacht, entweder lasse ich es riffelig oder ich mache es ganz glatt. Kann aber natürlich auch sein, dass das von der Materialstruktur kommt. Also nichts, was stört, sondern nur was, wo mir persönlich die Frage aufgeworfen hat, warum ich es nicht riffelig gelassen habe, beziehungsweise warum habe ich es nicht ganz runtergeschliffen, so dass es eine glatte, homogene, schwarze Fläche ist, so wie bei den Alu-Abdeckungen des Mechanismus. Wie gesagt, es ist ein Handschmeichler, es ist sehr, sehr schön gefertigt. Wir haben nirgends scharfe Kanten. Die Daumenpins sind abgestuft, ebenso wie die Betätigungspins des Locks. Die passen also optisch zueinander.
Sie haben eine unterschiedliche Abstufung, aber sie passen optisch sehr, sehr gut zueinander und sie tun nicht weh, auch wenn man lange Zeit damit rumspielt. Was ich enorm beeindruckend finde, ist die Passform vom G10 auf die Abdeckkappen des Verschlussmechanismus. Also wir haben da wirklich eine unglaubliche Maschinenpräzision erreicht. Und das ist mal von der Funktion abgesehen wirklich ganz, ganz toll. Der Griff hat keine scharfen Kanten. Auch hier innen jetzt zum Beispiel ist das G10 schön gebrochen. Es ist nirgends etwas, wo ich mir wehtun könnte, außer an der Klinge. Und so soll es ja auch sein. So Freunde, und jetzt klaue ich mal beim Stefan 1, 2, 3, 3, 2, 1. Er hat mehrmals betont, dass sich Writing, Turning, Flipping nicht nur vom Produktfolio und der liebevolle Umgang mit den Kunden auszeichnet, sondern dass es keinen Shop in Deutschland gibt, der so präzise Messerbeschreibungen auf seiner Homepage anbietet wie Jenny und Sascha. Habt ihr schon beim Tortuga gesehen, absolut geniale Geschichte, die ich auch ganz gern auf Reisen benutze, weil das Messer da drin unglaublich gut aufgehoben ist. Oder man kann es natürlich auch für andere Dinge zweckentfremden. Ich kann es nicht lassen, das ist einfach so genial. Also das Big Belly, ich wollte es nicht mehr missen, ich weiß, das sage ich oft. Wenn man es nicht jetzt gerade wie ich im Garten benutzt, dann reicht es mit Sicherheit mit einem Pfeifeputzer oder einem Tuch mal durch den Korpus zu gehen. Aber wenn man es dann zerlegen möchte, ist es wirklich sehr, sehr schnell und übersichtlich geschehen. Die Kugellager mit einem Post-it einzuführen, ist, denke ich, ein sehr, sehr guter Trick. Funktioniert einwandfrei. Das Teil macht wirklich Spaß und die Klingenform mag ich auch sehr. Also beim Schnitzen, bei der Nahrungsmittelzubereitung ist es sehr, sehr praktikabel. Ich bin ja ein Freund von den Sheepfood-Klingen. Ich habe auch jetzt heute kleiner Pocket-Dump zwischen rein, die 3er O-Light, die O-Tackle 2 mit Kupfer und mein GE-Made Lampfood mit der ganz geraden Klinge. Ich schätze diese Klingen sehr. Das hindert mich aber nicht daran, auch die bauchigen Klingen sehr gerne zu benutzen. Beide haben ihre Stärken, beide haben ihre Schwächen, kann man nicht sagen. Einigen wir uns drauf, beide haben ihre Eigenheiten. Ich mag die Klingeformen beide sehr. Und Kräuter wiegen, also im Wiegeschnitt Kräuter klein machen, geht hier natürlich wesentlich schlechter wie hier. Aber es sind einfach tolle Allrounder. Jenny, Sascha, Michael, ihr habt hier ganz, ganz tolle Geschichte wieder ins Leben gerufen. Ich denke, ich hätte es auch nicht bereut, wenn ich die Edelvariante in M390 und Kohlefaser gekauft hätte, wobei ich mit diesem 154er Stahl sehr, sehr zufrieden bin. Was natürlich vom Design her noch gar nicht angesprochen wurde, ist diese kleine Optik. Wir haben also hier wirklich nur ganz fein den Schriftzug von Michael Galovic drauf. Wir haben auf der anderen Seite sehr schön platziertes Tuya-Logo und wir haben hier oben auf der Klingenwurzel den 154er Schriftzug drauf, den muss man regelrecht suchen. Also nichts mit vollgedruckter Klinge, sondern absolut clean und dezent gemacht. Von mir
Welche Überraschung, eine absolute Kaufempfehlung. Ich finde das Ding genial. A, weil es von der technischen Lösung her wirklich sehr viel Hirnschmalz drin steckt, weil es von der Bedienbarkeit, von der Funktionalität wirklich sehr, sehr gut ist, weil es von der Verarbeitungsqualität sehr, sehr gut ist und weil es einfach so Spaß macht, das Teil. Ich muss es euch nochmal zeigen. Ihr haltet das Messer einfach so leicht schräg, macht die Klinge auf und das Ding läuft ohne Spiel in den Verschluss rein und steht. Also echt klasse. So, der hier wieder hochkant, damit wir keine Verzerrungen durchs Objektiv haben. Die vorhin angesprochenen Messer des Mannix. Ihr seht, ist also schon vom Griff wie von der Klinge ein etwas größeres Kaliber. Wir haben das anfangs gezeigte Giant Mouse Ace Biblio, das Para 2 darf natürlich nicht fehlen, da muss ich sogar ein bisschen runterrutschen, damit die Klingenspitze noch reinpasst. Also wir haben hier einen ganzen Daumen mehr Klinge, wobei die natürlich auch sehr viel später anfängt. Mal so ein bisschen Vergleich, wenn ich jetzt den Beginn der scharfen Schneide auf eine Höhe bringe, dann habe ich hier Klingenspitze an Klingenspitze und das gute alte Wick, das ja nie fehlen darf. So, ich denke, das war wieder ein halber Spielfilm. Leute, ich sage vielen, vielen Dank für euer Interesse. Schaut bei Jenny und Sascha rein. Toller Shop, toller Leute. Absolut fair der Kunde gegenüber. Wünsche euch eine gute Zeit. Und ganz, ganz wichtig, denkt dran, ab morgen wird alles besser. Macht's gut. Ciao.